Guten Abend und herzlich willkommen zum Chillout-Abend heute. Bla 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 bla. Einen wunderschönen guten Hallo wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity Originale Sine. Willkommen. Hallo. Jo, wir haben böse, böse, große Knochen. Nee, Quatsch, eigentlich war das eher so ein Lava-Magier oder was auch immer. Der weißglühende Wanderer. Ja, der weißglühende Wanderer. Es tut mir ja leid. Wir haben etwas Interessantes herausgefunden gerade eben. Der Kotschin ist gerade rausgegangen aus dem Spiel und ich habe ihm die Madora gegeben. Die beiden waren mit einer Kette verbunden. Und kaum ist er beigetreten, schon zack, waren sie getrennt. Somit, keine Ahnung, ich glaube, wir müssen erstmal googeln, ob das überhaupt funktioniert. Aber wir sind offensichtlich einfach zu blöd, es herauszufinden. Oder das Spiel ist einfach nicht simpel genug, dass man das einfach so machen könnte. Das zweite ist es, glaube ich. Wow, what the? Ihr habt einen neuen Raum in eurer Heimstätte freigeschaltet? Was? Okay, ihr habt einen Wegpunkt entdeckt. Ja, das haben wir, aber... Okay. Okay, einen neuen Raum? Was ist dieser inaktive Stein da? Was für ein inaktiver Stein? Achso, da. I, um Inventar zu greifen. drückt I, um auf euer Inventar zuzugreifen. Und inaktiver Stein. Ja, super, ich kann nur senden oder zerstören. Oder fahren lassen. Naja, dann behalt ihn halt erstmal. Ja. Muss ich wohl, ne? Ja, muss ich wohl. Ich habe hier gerade einen Brief geholt. Makellose zaudert nicht. Ich, die Mittlerin und somit die Göttin selbst durch mich, befehle euch, den Sternenstein an euch zu bringen, der Gerüchten zufolge im Königsgrab unterhalb von Sycyl aufbewahrt wird. Bringt ihn sofort zu Lady Attenborough? Attenborough, oh. Und wehe dem, der die Göttin enttäuscht. Leuk. Also so heißt die Person anscheinend, Leuk. Durch Blut fließt ihre Macht, durch Blut wächst ihre Pracht. Okay, wir haben jetzt einen Haufen Weirdos gefunden. Das ist ja schon mal hübsch. Das heißt wohl, wir sind richtig, hä? Ja, hör halt auf zu blinken, du blöde Drecksau. Ich hab's ja schon kapiert. Oder sollen wir zum Ende der Zeit reisen? Vielleicht ist da ein neuer Raum. Gott, ist es nicht Straße nach Silbertal? Ne, das ist der neue Punkt, ne? Wegpunkt. Ja, glaube ich, jedenfalls. Ihr habt das Heimatstädte-Reiseziel geöffnet, um es funktioniert wie ein Wegpunktschrein wild Ende der Zeit aus, um euch zu eurer Heimatstätte zu teleportieren. Ja, dann klingt es halt irgendwie so, als ob wir zum Ende der Zeit sollten, ne? Ja. So, töff, töff, ne? Hey, wir kommen mit der Story voran! Voran, yeah! Time. Oh. Ja, voran. Voran, ja. Baby, Emerald White. Nachdem wir in ein Gebiet mit Level 8er reinmarschiert sind. Mit Level 4 oder 5. Oh, da. Willkommen zurück. Aufregende Dinge haben sich ereignet, seit ihr das letzte Mal hier durchgekommen seid. Und auf was? Oh, ich habe es geschafft, unsere geliebten Weberin ein paar Worte abzuringen. Sehr erfreulich nach diesem schändlichen Schweigeabkommen. Aber sehr viel wichtiger, ein weiteres Portal ist zum Leben erwacht. Ich spüre eine Existenz, die dahinter steckt. Und wie ihr euch wohl denken könnt, brenne ich vor Neugier. Was das für eine Existenz ist. Aber die Ehre, dies herauszufinden, überlasse ich ganz euch. Wow, alter Latz, das ist so anstrengend, so zu sprechen. Okay, aber wo ist das? Der ist da lang gerannt, vielleicht ist es auch da lang. Ja, einfach mal folgen, gell? Inaktives Portal. Also ich schätze, das ist dann ein aktives... Nee, das zur Halle der Helden. Was, wo? Rechts neben der Weberin der Zeit. Achso. Ich meine links von ihr. Wie auch immer. Scheißegal. Ah ja, stimmt. Ja, welche Wunder euch dort erwarten. Ja, genau. Also, ne? Speichern. Wunder. Und auf geht's. Sind wir hier im Dschungel gelandet. What the heck? Was ist denn das für eine? Wow. Die schaut ein bisschen gaga im Hirn aus. Irgendwie. Das wird ziemlich geil.
Ja, die Gegend schaut echt mega aus. Das ist wieder irgendwo, Das ist der... Ein Saal eines Königs würdig, hast du gerade gesagt. Okay. Stimmt, ja. Naja, dann reden wir doch mal mit Oleg! Löffel am Ende der Zeit. Alter Latz, wenn man auf Alt drückt, das ist ja pervers. Ja. Also ich rede mal mit der Netten. Oh, ich hab schon. Oh, du hast schon? Na gut. Ihr könnt, also Interaktion. Ihr könnt mit beinahe allen Charakteren handeln, benutzt das Diamant-Symbol im Dialogfeld, um zu handeln. Das sag mal, warum bringt ihr mir das jetzt? Okay, die Astarte. Ihr könnt es nicht sein, aber es könnt nur ihr sein, die Wächter. Aber oh, was seid ihr schwach geworden, so schwach, wie ihr einst stark wart. Seht euch um. Eins habt ihr die anderen angeführt und jetzt folgt ihr den anderen und seid euch euer Mängel und eures Schicksals völlig unbewusst. Dass es dazu gekommen ist, wehe der Welt, dass es dazu gekommen ist. What the fuck? Sie ist weg. Die hat dich einfach unterbrochen, die blöde Sau. Echt, ey. Was soll denn das? Ja, dann verpiss dich halt. Dann schauen wir uns mal hier um, ne? Ja, da ist noch ein Jan Smiten oder wie auch immer da. Ja, Smiten. Ja, ich hab hier, wer es schmilzt, Band 1. Nehmen. Nehmen, geben. Jetzt kommen die ganzen Interaktionstipps. Warum? Papierbogen, was kann verwendet werden, um eine Schiffshülle herzustellen, okay? Also ist hiermit. Ah, jetzt wollte ich da gerade hin. Hast du mir das Buch eigentlich schon geschickt? Das Buch lese ich. Achso. Wer es schmilzt? Wo bekommt man heute noch gute Schwerter? Ein Abenteurer braucht nur eine gute, solide Eisenbahn und einen Amboss. Das hatten wir, glaube ich, schon. Ja. Ich glaube auch, weil ich meine, ne, nix schmieden plus eins oder sonst irgendein Cheat. Ich spreche mal mit dem Jan. Ja, mach das. Jo, Jan, was geht? Mit einem strammen Krieger an eurer Seite würdet ihr sicher gut aussehen. Sehr gut aussehen. Oder hättet ihr lieber Magier? Vielleicht ein scharfsichtiger Waldläufer? Ein verstohlener Taschendieb? Hier könnt ihr euch meine Heuerlinge ansehen. Ah, ein seltener Verkäufer, wie auch immer man das nennen will. Ein seltener Vermieter. Aber selbstverständlich, Boss. Vielleicht solltet ihr aber erst einige der, Alten aussortieren. Es ist nie gut, wenn man den einen Trupp vor dem anderen schlecht macht. Also, du musst erstmal jemanden wegschicken. Und wie mache ich das? Ich weiß nicht, ich glaube, du kannst mit denjenigen interagieren. Naja, dann... ich muss euch auffordern, die Gruppe vorerst zu verlassen, könnte ich jetzt machen. Nee. Wollen wir das machen oder warten wir damit erstmal? Weil ich meine. Wir warten damit. Ich meine, wir fahren eigentlich recht gut mit der Gruppe zurzeit. Also. Eben. Wüsste ich jetzt nicht. Ist das jetzt eine Schmiede oder was? Anscheinend. Geh mal hin. Da ist aber bloß ein. Schleifstein? Ein Dings halt, verstehst du? Aber so ein Bungs. Ein Schleifsteinrad? Ein Schleifsteinrad. Ein Schleifstein. Ich habe. Was habe ich denn, das gewetzt werden muss? Ich probiere da mal. Kann ich da. Muss ich da irgendwas draufziehen oder was? Also ich kann nichts machen, wenn ich es anklicke. Du bist hier der Schmied hier von uns. Ja schon, aber ich weiß ja... Aber ich glaube, du musst erstmal ein Schwert schmieden, damit du das wetzen kannst. Naja, aber einfach schärfen kann man doch normalerweise jeden Schied. Aber ja, ich kann halt nichts draufziehen oder sowas. Nicht genügend schmieden, jetzt alle. Ah... Ja, da ich ja gar nichts mehr verfügbar habe, scheiße. Ach, schau mal. Was schau mal? Oh, ich hab's einfach abgelegt anscheinend. Ey, ich könnte das Rad einfach mitnehmen. Wiegt ja bloß 100. Okay, ja, passt. Dann nimm's mit. Ja, genau. Was denn? Was denn? Okay, mehr gibt's hier nicht. Okay, wir haben hier also eine Schmiede, eine persönliche. Und, ah, ja, da schau her. Haben wir auch noch drei Betten rumliegen. Das ist doch chillig. Ja, und es gibt noch einen anderen Raum. Oh, hier ist ja noch ein Amboss, aber den würde ich nur einpacken, anstatt ihn einfach zu benutzen.
Gehen wir einfach mal weiter. Eine Truhe! Eine Truhe! Ha, ich war schneller. Giftwolkenfallspitze. Wahnsinn. Eichklar. Eichklar. Basche. Ey, da sehe ich ja gar nichts. Jetzt soll das sehe ich mehr. Sonst nix hier. Nöp. Und auf der anderen Seite ist, sind nur Übungsziele für Pfeilschießen. Und das war's dann auch schon wieder. Ja, ja. Wahnsinn. Was ist denn da los? Nö. Huch. Oh, Schweinebraten, das nehme ich mal mit. Ja. Und was noch? Ja, den ganzen anderen Kack kannst du eigentlich liegen lassen. Ist ja nichts wert. Ja, man kann mit. Das finde ich so geil, dass man mit einer Gabel kämpfen kann. Gabel kannst du als Einhandwaffe nehmen. Ja, aber ich finde es total super, weil es geht ja nicht überall. Das stimmt, ja. Ich finde es so geil, dass die. Dass Risen 3. Jetzt, wo wir von Rollenspielen bla bla. Die Collector's Edition. Ich weiß nicht, ob es nur die Collector's Edition ist, aber die ist DRM-free. Alles ist DRM-free. Echt? Von wenn du das im freien Handel kaufst, ist es DRM-free, ja. Ist das immer der Fall? Es ist. Bei Risen 3, ja. Achso, bei Risen 3 jetzt. Okay, ich war jetzt nämlich verwundert, weil bei anderen Spielen, das kenne ich eigentlich nicht. So. Nein, das ist immer Steam-Key, bei Risen 3, die haben gesagt, die möchten das nicht und deswegen ist es DRM-free. Ja, das ist halt einfach einer der Gründe, warum man Piranha Bytes einfach nur lieben muss. Ja, nee, aber ich bin persönlich dafür, dass sie wenigstens noch einen Code für Steam. Ja, gut, dafür da wär ich eigentlich auch. Ja, ich meine, Steam ist halt überall. Also, es hast du auf dem Laptop, hast du auf dem PC. Auf dem Handy. Auf Handy. Okay, dann. Was? Sie kannte mich? Ja, sie hat ja gesagt so, oh, ihr wart früher so viel stärker, bla bla. Ja, aber bla, bla, das hätte sie bla, auch bla, zu bla. Dir sagen können. Ja, wahrscheinlich. Also, whatever. Ein Weber webt, dies ist seine ewige Berufung. Ach nee, ist er wirklich? Lasst uns über die Räume sprechen, die ich hier am Ende der Zeit entdeckt habe. Fäden, die ich webe und Erzählungen, die ich sehe. Ich werde sie alle erzählen. Ja, das ist danke, ganz nett. Ich habe eine seltsame Frau in einem der anderen Räume getroffen. Wisst ihr, wer sie ist? Oder ich entdeckte eine große Halle hinter einem der Portale. Könnt ihr mir mehr darüber erzählen? Okay, das ist beide wichtig. Sie gehört zu denen, deren Geschichte die Dunkelheit verbergen müsste. Sie ist mehr als eine Frau, aber geringer als eine Göttin. Sie kennt euch. Sie kennt mich auch. Sie hat euch Unrecht getan. Vielleicht habt ihr ihr Unrecht getan. Hä, was? Achso. Sie hat euch Unrecht getan, vielleicht habt ihr ihr Unrecht getan. Blablabla. Sie ist ein Teil des Endes, jedoch wünscht sie sich, ein Teil der Endlosigkeit zu werden. Uhu. Und jetzt der Raum. Die Fäden verraten mir, dass einst, oh, wie viele Äonen sind in so einem kleinen Wort versteckt, einst ihr es wart, der in leuchtender Rüstung durch diese Halle schritt, ein Herrscher über alle, die eure Macht erkannten. What the fuck? Ich kann klar sehen, dass ihr Armeen geführt habt. Dämonen und Drachen habt ihr besiegt. Dass ihr aufgestiegen seid. Aber wie kann das sein, wo ihr doch jetzt vor mir steht, als Mensch, als Sterblicher? Wie weit ist eure Seele aus dem Wesen entflohen, das ihr einmal wart? Neue Fäden, mehr Fäden, die wir brauchen. Okay. Ich kann den Webteppich der Zeit anfassen. Oh, ich kann ihn doch nicht anfassen. Ich kann ihn anfassen. Nein, ich kann ihn nicht anfassen. Ja, sehr schade. Blablabla. Okay. Nix. Dann fetzen wir einfach mal wieder zurück, hä? Jo. Geh mal zur Straße nach Silbertal. Ihr müsst eure Gefährten versammeln, bevor ihr weitergehen könnt. Aha. Nur weil du Penner wegrennst. Das ist ja voll gemein. Bist voll doof, ey. Ich muss meine Gefährten auch zusammensammeln. Und? Pöpöpöpöpö. Du Töff-Töff-Mensch. Aha. So, geilo Fatz. Weiter geht's. Oh, wir können reden. Oh. Rede ich schon mal mit der Madora. Ihr wollt die Rätsel sein? Ha! Überlasst es einem Imp, unsere Gedanken mit allem möglichen magischen Unsinn zu verseuchen. Du bist dran. Ich werde euch sagen, wer ihr seid, Quellenjäger. Wer ihr seid.
Quellenjäger, Mitglieder des angesehensten Ordens von Rivellon, in Rivellon. Hier, um jedes noch so kleine Fünkchen Schwarzmagie im Reich ausfindig zu machen und zu vernichten. Bitte sehr, das Rätsel ist gelöst. Jetzt kann ich sagen, ihr habt recht, lasst diesen Knallkopf mit Lendenschurz seine eigenen Rätsel lösen. Einige von uns haben weit Wichtigeres zu erledigen. Wenn das, was, und das zweite, was, wenn das, was Zig-Zags sagt, wahr ist und wir wirklich das Geflecht der Zeit beeinflussen, dann will ich mehr darüber erfahren. Also wirklich, Madora, nur weil ihr kein Rätsel seid, macht euch das nicht weniger besonders für uns. Jo. Pah, was glaubt ihr, wer denkt ihr, ich bin? Ha! Nein, nein, Kamerad. Die Ehre, jemand zu sein, auf den das besondere Interesse des Weltraum-Imps gelenkt ist, ist ganz die eure. Ja, weiter. Oh, ich dachte, du hast noch nicht weitergeklickt. Ich hoffe nur, dass eure Marotten euch nicht bei eurer wirklichen Aufgabe behindern. Oder habt ihr schon wieder vergessen, worum es hier wirklich geht? Ihr seid ein Quellenjäger. Früher, jetzt in aller Ewigkeit, Kamerad. Die war ja ganz schön bepisst. Willst du den Jahan machen? Ja, das mache ich. Bah! Wie unerträglich ist der Gedanke, dass alles Wissen der Welt von einem Imp gesammelt wird. Eine Kreatur, die nichts mehr als das Ergebnis eines Stuhlgangs eines Dämons, der mit Lebensatem gedrängt wurde. Und trotzdem bin ich ein bisschen neidisch auf diesen plappernden kleinen Witzbold. Alles zu wissen, das ist Perfektion, die man sehnlich wünscht. Jetzt kann ich, man kann nie zu viel wissen, wir können uns glücklich schätzen, Zig-Zags gefunden zu haben, oder alles zu wissen bedeutet keine Wunder mehr zu haben, nein, dieser Anspruch ist nicht der meine. Das erste, man kann nie zu viel wissen. Ja. Dann kann ich sagen, dem stimme ich zu, ob nun Imp oder nicht, da er ist unsere beste Chance darauf, das zu erlangen, wonach ihr so sehnlich zu wünschen scheint. Oder zweitens, ich bin nicht ganz der gleichen Meinung. Was ich damit sagen wollte, was ist das Leben schon ohne ein paar Geheimnisse? Nur eine vorhersehbare Zeitspanne, die vorübergeht. Njacht, ich sage erstens. Ihr werdet den Tag bereuen, an dem ihr auch nur irgendetwas vertraut. An dem ihr auch nur irgendetwas vertraut habt, das von einem Dämon berührt wurde. Aber dieses bestimmte Exemplar, es besticht durch Gelehrsamkeit. Eine Qualität, das muss ich zugeben, dass es in ein vorteilhaftes Licht rückt. Lasst uns lernen, Jäger, ob ihr das nun mögt oder nicht, und lasst uns durch Weisheit immer mächtiger werden. Ja, also jeder spricht den irgendwie anders. Warte mal, stopp. Es ist eine Brücke, Da ist eine Brücke! Ist zugewuchert, okay, aber die Brücke oder ob wir da überhaupt dahinter kommen, weiß ich gar nicht. Aber das finden wir morgen heraus, somit vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen! Servus! Guten Morgen, Mittag, Abend oder Tag im Allgemeinen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem der Fall ist, dann gebt doch diesem Video einen Daumen nach oben. Falls ihr weitere Let's Plays angucken wollt, dann klickt doch der Solette, die da auf der Couch sitzt, einfach voll in die Fresse. Und dann kommt ihr auch schon zu den ganzen Let's Play Playlists und könnt euch da in aller Ruhe mal umschauen. Das war's von meinerseits und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.